Herzlich willkommen zum Vegetationsreport in dieser Woche. Sie wundern sich bestimmt, was ich hier mache. Ich bin auf der Suche nach Eigelegen vom Maiszünsler. Denn die Weibchen des Maiszünslers legen in der Regel ihre Eier auf der Blattunterseite ab. Hier in Südbrandenburg im Oderbruch in der Nähe von Bad Freienwalde habe ich in diesem sehr gut und weit entwickelten Maisbestand noch keine Eigelege gefunden. In vielen Regionen hat der Zuflug des Zünslers begonnen. Vor allen Dingen in Süddeutschland wie Bayern und Baden-Württemberg wurden auch vereinzelt schon Eigelege gefunden. Kontrollieren Sie Ihre Bestände und nutzen Sie die Warndienste vor Ort, wenn Sie in gefährdeten Regionen wohnen. Der Zuflug des Falters kann auch mit bestimmten Fallen, wie beispielsweise Lichtfallen, kontrolliert werden. Besonders die Landwirtschaftskammern und auch Ämter haben in ganz Deutschland verteilt diese Lichtfallen aufgestellt, um Ihnen dann auch zu Hause schnellstmöglich den Zuflugbeginn per Warndienst mitteilen zu können. Und dann schauen wir mal nach, ob wir Zünsler finden. Hier ganz unten sehen Sie, dass zwei Zünsler in der Falle sind. Weitere kann ich gerade nicht entdecken. Wenn Sie sich für eine Bekämpfung des Zünslers entscheiden und ganz gezielt ein Insektizid einsetzen möchten, dann achten Sie auf den Zeitpunkt des Larvenschlupfes und auf die Temperaturabhängigkeit des Insektizides. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche. Wir sehen uns nächsten Mittwoch. Bis dahin, tschüss.